Herzlich willkommen aus meinem Informationskanal für vedische Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin hauptberuflich tätig als Lehrer der vedischen Astrologie-Schule. In diesem ca. 15 bis 20 minütigen Kurzvideo geht es um die Deutung des Monats November 2023 für den Aszendenten Widder anhand des vedischen Monatshoroskops basierend auf dem tropischen Tierkreis. Zwei kurze Hinweise, ehe wir gleich loslegen. Erstens, die Deutung erfolgt immer anhand Ihres Aszendenten bei diesen Monatsdeutungen. Das heißt, Sie müssen Ihren Aszendenten wissen. Sollten Sie diesen nicht kennen, finden Sie unterhalb in der Videobeschreibung einen Link, wie Sie gratis Ihr vedisches Horoskop erstellen können. Das Zeichen im ersten Haus bzw. das Symbol darin zeigt Ihren Aszendenten an. Dann, zweitens möchte ich noch auf interessante Links hinweisen. Zum einen, wie Sie zu meiner Schule kommen. Der Link ist auch unterhalb in der Videobeschreibung hinterlegt. Dort finden Sie dann auf meiner Webseite weitere Informationen, wie Sie an meiner Schule über online die vedische Astrologie erlernen können. Aber jetzt das große Highlight ab sofort. Wie jedes Jahr schon bald Tradition, meine Ehefrau Brunhilde, die ja auch als vedische Astrologin tätig ist, erstellt wieder persönliche Analysen für das kommende Jahr, bekannt als die Aktion Meine Sterne, diesmal für 2024. Der Link dazu ist auch unterhalb in der Videobeschreibung, nur für eine begrenzte Anzahl, weil das sind aber ganz schön viele, das macht auch viel Arbeit, weil das sind ja auch persönliche Texte, die sie schreibt, dann mit Audiodateien dazu und so weiter. Da gibt es ja auch die Möglichkeit. Und wenn Sie mehr darüber wissen möchten, finden Sie hier den Link, beziehungsweise der ist auch nochmal in der Videobeschreibung hinterlegt. Ja, dann können wir an für sich schon loslegen. Und zwar haben wir hier einmal Ihren Chart mit den wichtigsten astrologischen Daten, dann den Stand der Planeten am 01.01.2023 und ich möchte auf ein paar Besonderheiten eingehen, die erstmal allgemein den Monat November 2023 beschreiben. Nun haben wir zum einen immer noch, ja, weil das begann schon im Oktober, eine Konjunktion von Sonne und Mars. Das bedeutet, es kommen sehr viele feurige Energien zusammen. Und der Mars ist sogar dadurch auch verbrannt. Das bedeutet, der Mars gerät dadurch noch mehr aus der Balance, weil er auch sogar zu nah ist. Also wir haben nicht nur die Konjunktion, wir haben auch noch die Verbrennung. Dadurch funktioniert die Mars-Energie noch schlechter. Die Folge ist, einmal auf der persönlichen Ebene, dass wir natürlich im zwischenmenschlichen Bereich leichter das Risiko haben, dass es zu Streitereien, Hand angelegt wird, also zu Raufereien kommen kann, dass man durch Worte leichter seine Mitmenschen verletzt und so weiter. Also sprich, Eskalationen im zwischenmenschlichen Bereich sind leichter möglich. Im Allgemeinen natürlich auch, wenn wir die Weltensituation sehen, ja, entfaltet sich ja unter dieser Konstellation gerade eben eine neue kriegerische Situation. So ist jetzt erstmal von daher noch eine gewisse Zeit, wo diese Energie eben weiter eskalieren könnte oder eben weiter befeuert wird. Ja? Unbalancierte Marsenergie wirkt sich natürlich in Ihrem Horoskop besonders dort aus, wo Sie das Haus haben. Da komme ich aber gleich drauf zu sprechen, wenn wir näher den Monat anschauen für Ihr Horoskop. Das bedeutet, wir sehen diese Probleme, die sich dadurch auch im zwischenmenschlichen Bereich entfalten können,
aber auch dadurch, dass wir eine weitere besondere Konstellation haben. Und zwar geht die Venus am 8. November in das Zeichen Waage hinein. Und dort haben wir ja den Keto, der wie Mars wirkt. Ja? Das heißt, da haben wir dann auch einen Hinweis, dass es im zwischenmenschlichen Bereich leichter hapern kann. Ja? Ich meine, je besser ihr 7. Haus im Horoskop gestellt ist, ja, umso weniger sind sie davon berührt. Aber viele haben natürlich auch in Beziehungen gewisse verletzte Planeten am 7. Haus oder an der Venus. Und wenn jetzt allgemein im Transit eben diese Konjunktion Keto-Venus noch dazu kommt, dann ist es ein weiterer Indikator dahingehend, dass sich im zwischenmenschlichen Bereich eben eher weitere Schwierigkeiten auftun können. Es sei an der Stelle vermerkt, dass was hilft? Keto ist ein spiritueller Planet, der liebt Askese, Rückzug und solche Dinge. Das bedeutet, wenn Sie mehr sich auf den spirituellen Aspekt einlassen, wofür eine Beziehung eigentlich gedacht ist, nämlich sich gemeinsam auf dem Weg zu helfen, zurück zur Quelle. Wenn Sie sich auf diesen Blickwinkel mehr einlassen, dann werden Sie weniger von den negativen Energien dieser Keto-Venus-Konjunktion betroffen sein. Gut, im Allgemeinen wollte ich nur auch nochmal dazu sagen, zu dieser Sonne-Mars-Geschichte nochmal, bevor wir jetzt die einzelnen Planeten noch anschauen, bei Ihnen genauer. Im Allgemeinen ist es natürlich so, dass dadurch Mars-Energien ja, mehr eskalieren können, schlechter gebraucht werden können. Ja? Es können sich unerwartete Verläufe in Kriegshandlungen ergeben. Es kann Auseinandersetzungen können eher an Gewalt zunehmen oder eskalieren. Ja? Das sind halt die Dinge. Mars steht aber auch noch für andere Themen, für Immobilien, für Energiefragen, ja, und solche Dinge. Und überall in diesen Bereichen gibt, können sich jetzt etwas mehr Probleme zeichnen aufgrund dieses verbrannten Mars, der übrigens noch bis zum 3. Dezember immer noch zu nah an der Sonne ist, weil er ja mit ihr gemeinsam in den Schützen geht und dann bleibt er fast zeitgleich immer in der Nähe der Sonne, sodass wir diese Verbrennung sogar bis Anfang Dezember haben. Okay, jetzt kommen wir zu den Planeten im Einzelnen noch etwas genauer. Und zwar haben wir jetzt hier einmal die äußeren Planeten. Die habe ich ja die ganzen letzten Monate, ne, die langsam laufenden Planeten Jupiter, Saturn, Rahu, Ketu, diese drei Faktoren, die den längerfristigen Lebenspfad bilden, die habe ich ja schon ausführlicher beschrieben in den letzten Monaten. Deswegen steige ich jetzt hier nur noch mal kurz ein. Ne? Saturn im Transit, im Fischen, ja, wirkt längerfristig jetzt so, dass sie mehr mit Loslassen beschäftigt sind, dass Dinge, die überflüssig sind oder nicht mehr gehalten werden können, losgelassen werden oder losgelassen werden müssen, ja, was natürlich auch ein Stück weit stressig sein kann, ja, vor allem dann, wenn es einem schwerfällt, bestimmte Dinge loslassen zu können, ja, das kann mit Verpflichtungen zu tun haben, die man nicht mehr so tragen will oder kann, oder halt saturnischen Dingen, ja, weil Saturn im 12. Haus steht. Trotzdem, das Gute ist, Sie haben Jupiter im 2. Haus, es werden die Dinge da sein, die Sie halt wirklich brauchen, um überleben zu können, das Nötigste zu haben, was man halt wirklich so braucht oder weil es Sinn macht, und dafür steht Jupiter, und das gibt Ihnen dann auch einen gewissen Zuwachs an Selbstwert, weil Sie sehen, ja, irgendwie geht es ja trotzdem weiter, auch wenn man das ein oder andere nicht mehr kann oder nicht mehr hat, aber das Wichtigste habe ich trotzdem und darauf kommt es doch an. Und das hilft Ihnen dann eben auch mehr Selbstwert entwickeln zu können. Der Rahu ist im 1. Haus. So erkennen Sie, jetzt geht es darum, dass ich um meine Freiheit kämpfen muss, dass ich für meine Unabhängigkeit eintreten muss, weil die steht mir nicht mehr so zur Verfügung,
Im äußeren Bereich ist aber mir jetzt gerade selber persönlich ganz besonders wichtig, dass ich die entwickeln kann. Und so ja, haben sie da im Äußeren gewisse Konfrontationen, aber das treibt sie vielleicht sogar noch mehr an für ihre Unabhängigkeit, für die Entwicklung ihrer Individualität, ihrer Freiheit, für die Ausübung ihres Willens, dass sie ihren Inspirationen treu sind und diesen folgen, dass sie dafür mehr kämpfen und mehr nach draußen gehen. Sie werden sich dadurch auch ein Stück weit mehr lösen, ja, und der Weg, wie das eben geht, ich hatte das gesagt mit Keto Venus, ist, dass sie vielleicht auch bestimmte zwischenmenschliche Beziehungen, wo sie einfach merken, nee, also da passe ich nicht mehr hin, die ticken ganz anders, ich muss mich mehr mit Menschen einlassen, die mehr auf meiner Wellenlänge sind, kann es sein, dass sie sich immer mehr von bestimmten Menschen trennen. Okay, gut, jetzt. Das sind also diese längerfristigen Wirkungen von Saturn, Rahu, Jupiter, die ja zwischen 1 bis 2,5 Jahre sogar im gleichen Haus wirken. Nun komme ich noch zu ein paar anderen wichtigen Wirkungen für diesen Monat. Und zwar hatte ich schon über Mars gesprochen. Nun, dieser ist fast den ganzen Monat im Skorpion. Er wird erst am 25. November eben in den Schützen eintreten. Ja? Und so ist zu ihm noch zu sagen, dass halt, ja, dadurch, dass er zu nahe an der Sonne ist, und Sie sehen, er ist ja auch noch dazu im achten Haus, das bedeutet, Sie fühlen sich gebremst, ja, Sie kommen nicht so vorwärts, wie Sie das gerne hätten, zumindest nicht in der Geschwindigkeit oder nicht auf die Art und Weise, oder Dinge könnten eher fehlgeleitet werden, ja, Energien falsch eingesetzt werden. Das bedeutet, von daher, ja, ist es eher für Sie ein Monat, wo Sie sagen, nichts Großes Neues starten, lieber Ihre Energie dafür einsetzen, dass Sie sich mit Ihren eigenen inneren Dämonen, ja, mit den Schattenseiten, achtes Haus auseinandersetzen. Dafür wäre die Energie besser eingesetzt. Ansonsten Sonne und Mars im achten Haus, die meiste Zeit im November, wird eher dazu führen, dass Ihre Vorhaben hinter Ihren Erwartungen bleiben können. Nun, interessant, Merkur ist in den ersten Tagen ja auch hier im Skorpion mit Sonne und Mars und die Venus ist in den ersten Tagen hier in der Jungfrau. Beide Häuser, sechstes und achtes, sind ungünstige Plätze. Ich hatte über Merkur und Venus ja schon gesprochen im letzten Monatsvideo, was es bedeutet, Haus 6 und Haus 8. Aber die beiden gehen ja jetzt der Reihe nach hier sozusagen dann raus, weil wir haben die Venus, die geht rüber am 8.11. und der Merkur geht raus am 10.11. Ja? So haben wir dann Venus und Mars in anderen Hauspositionen. Venus ist am 8.11. dann eben in der Waage, hier mit Ketu im siebten Haus. Und wenn Ihr Geburtshoroskop ein paar Hinweise gibt, dass eben Verletzungen da sind vom siebten Haus, dann unter dem Transit der Venus mit Ketu durch das siebte Haus, ja, kann sich dies dadurch eben jetzt bestätigt auswirken, dass Sie merken, dass die Beziehung vielleicht ein bisschen holpriger wird oder dass es ja Hindernisse gibt, ja, die man in der Beziehung erfährt, ja, oder dass man irgendwie zurückgehalten wird, ja, oder sich zurückgehalten fühlt oder nicht so aufeinander einlassen kann, wie das vielleicht sonst üblich wäre. Das Besondere aber auch an dieser Keto-Venus-Konjunktion ist, dass sie
auch überlegen, ja, welche Beziehung vielleicht eher loszulassen ist. Das muss jetzt nicht nur die partnerschaftliche Beziehung sein, sondern ich beziehe das eben auch generell auf den zwischenmenschlichen Bereich, weil man kennt ja mehrere Menschen. Und da sie sich aber mehr auf sich selber konzentrieren wollen, ne, Rahu im ersten Haus, zeigt jetzt dieser Transit der Venus durch Haus 7 mit Ketu an, dass sie jetzt auch überlegen, ja, wo halte ich mich vielleicht künftig eher etwas mehr auf Distanz, weil das nicht einfach nicht mehr so passt, ja, nicht zielführend ist, um sich dadurch besser auf sich selbst konzentrieren zu können. Das ist das, was hierdurch angezeigt wird. Und ich meine, es wird Ihnen auch ein bisschen erleichtert, weil bestimmte zwischenmenschliche Beziehungen jetzt sich besonders mit ihren Schwachstellen leichter zeigen. Und Sie sehen ja schon, wo die Venus hinläuft. Die geht dann nach ein paar Wochen rüber ins achte Haus. Ja, da sind wieder Hindernisse da. Also es kommt also eine längere Zeit jetzt, wo Probleme, also Schwächen im zwischenmenschlichen Bereich gezeigt werden, die Ihnen es leichter machen, sich von bestimmten zwischenmenschlichen Kontakten zu lösen. Dann als nächstes gehen wir zu Merkur. Merkur ist dann die meiste Zeit in ihrem 9. Haus. Das ist eine sehr gute Position, um sich für die höheren Werte des Lebens, ja, dafür zu forschen, ja, zu schauen, nach welchen höheren Gesetzen oder nach welchen göttlichen Gesetzen sollen wir denn unser Leben ausrichten? Wie kann ich denn eine gesunde Weltanschauung entwickeln oder meine Weltanschauung weiterentwickeln, um auf ihrer Basis mich weiterentwickeln zu können? Und dafür ist der Merkur im 9. Haus sehr gut positioniert. Er bringt auch für den Vater etwas leichtere Energie in dieses Haus hinein. Ja, vielleicht haben sie auch mehr Kommunikation mit dem Vater im Monat November. Dann haben wir als nächstes auch den Neumond im Skorpion. Und zwar ist der am 13.11. Nun, der Neumond, dort wo der steht, ist ja immer auch ein Fokus, ja, im Monat. Was vielleicht wichtig ist, dass der Neumond im 8. Haus halt dieses Haus markiert und dadurch das 8. Haus nochmal besonders bedeutungsvoll wird. Wofür steht denn das 8. Haus, das bei Ihnen so stark besetzt ist, ja, in diesem Monat? Das 8. Haus steht für unsere eigenen inneren Dämonen, für unsere Schattenseiten. Und das ist ja unsere Hauptaufgabe, dass wir unsere Unreinheiten, ja, dass wir die ausarbeiten, dass wir heilen, weil wir lernen, dass wir mehr auf der Ebene der Seele leben und nicht auf der Ebene des Egos. Das bedeutet, dass wir auch unsere Untugenden loswerden müssen oder kontrollieren müssen, ja, damit sich die nicht mehr nachteilig auf andere oder uns selbst auswirken. Und diese können Sie nun leichter erkennen. Und der Neumond, der da am 13.11. ist, eben markiert nochmal, dass dies für den Monat ein wichtiger Bereich ist, zumal auch der Herrscher Ihres Aszendenten Mars auch im 8. Haus sitzt und die Sonne, die sie auch markiert, ist im 8. Haus und der Neumond setzt hier nochmal eins drauf. Und der Neumond ist keine gute Energie, um neue Sachen zu starten, von großer Wichtigkeit an so einem Tag, ja, weil das eine veränderliche Energie ist, ja. Jetzt geht es ja wieder in den zunehmenden Zyklus des Mondes. Aber es ist übrigens ein sehr guter Tag für Meditation, der Neumond, und es ist ein Hinweis, dass der Monat generell im Zeichen oder unter dem Thema innere Arbeit steht, weil dort liegt der Schlüssel, nicht im Außen. Ja? Die größte Arbeit zu tun ist die innere Arbeit, ja? Sich eben, ja, mit der Selbsterkenntnis zu beschäftigen, mit der Persönlichkeitsentwicklung, um ein guter Mensch werden zu können. Und das ist die größte Arbeit, die zu tun ist. Dann gehen wir weiter. Dann haben wir ja den Wechsel der Sonne am 23.11. geht die dann auch in den Schützen zu Merkur.
Und jetzt sehen Sie schon, ja, nachdem Sie mehr Blockaden oder Unreinheiten oder Untugenden bearbeitet haben, was das Ziel wäre für den Monat November, zumindest ein sehr wichtiges, ja, weil Sie außen gar nicht so weiterkommen, habe ich Ihnen ja erklärt, dass da mehr Blockaden sind, dann könnten Sie zu höheren Erkenntnis, zu einem höheren Verständnis, ne, neuntes Haus, mehr Sinn, mehr Freude und mehr Glück finden, vor allem ab dem 23.11., weil hier die Sonne im 9. Haus ja in einem guten Haus steht. Dort ist sie aber dann die nächsten 30 Tage, da werde ich dann wieder mehr reden ab dem nächsten Video. Weiter geht es dann auch noch mit Mars, der wechselt ja dann auch am 25.11. in den Schützen und jetzt merken Sie, wie stark das 9. Haus die Suche nach dem Heiligen Gral, den Sinn, dem höheren Verstehen, ja, einem spirituellen Lehrer oder was auch immer, also 9. Haus wird also hier dann stärker betont. Und hier wird er ja dann darin sein mit der Sonne bis zum 22.12. Also da bleibt diese, Sie sehen, da haben wir dann diese feurige Energie länger im 9. Haus, da kann vielleicht dann die Kommunikation mit dem Vater ein bisschen schwieriger werden, ab dem Moment, wo Sonne und Mars gleichzeitig wieder im Schützen sind. Ja, die sind ja nur mal 2 Tage auseinander, da, weil der Mars 2 Tage später nachzieht, erst also am 25.11., die Sonne geht ja schon am 23.11. da rein. Aber dann sind sie wieder, ja, 30 Tage zusammen. Und so ist also hier wieder sehr viel feurige Energie im 9. Haus, im Vaterhaus. Gibt ihnen aber viel Schwung, Enthusiasmus in der Entdeckung des Sinns, des Lebens, des göttlichen Plans, des göttlichen Willens, was der mit ihnen vorhat, hier auf der Jagd nach dem Heiligen Gral, nach dem Sinn des, der menschlichen Existenz, Schütze, ne, ist ja hier das 9. Haus, bin ich, dass sie hier auch wirklich weiterkommen. Gut, dann haben wir noch den Vollmond, der ist am 27.11. im Zwilling. Und naja, ein Zwilling ist ja auch so ein Zeichen, wo es um Information und Suchen geht. Und so kann der Vollmond eben, der am 27.11. ist, ja, ein Ereignis auch bewirken, dass Sie irgendwas Neues anfangen wollen, vielleicht zu erlernen. Ja. Es ist ein guter Hinweis, Vollmond zu haben. Hier ist ja auch das Haus der jüngeren Geschwister. Ja, vielleicht ergibt sich für die irgendwie ein Ereignis oder wird das Thema der jüngeren Geschwister irgendwie wichtiger. Ja, aber vor allem etwas neu anfangen, lernen, Fähigkeiten entwickeln, das ist dann so ein Hinweis, was der Vollmond hier unterstützt. Und für Meditation ist ja auch Vollmond wieder eine hervorragende Energie. Okay, das wäre es gewesen für Sie, Aszendent Widder, der Monat November 2023.